Leute, willkommen zurück zu Minecraft Hermit Pack. Jawohl, ich möchte an allererster Stelle euch mal ein paar Leute nennen. Sorry, die mir gerade ziemlich viel kommentieren und so auf meinem Kanal. Da fange ich mal an. Ich habe mir so eine kleine Liste gemacht. Ja, das wäre zum einen Minecrime HD. Ja, vielen Dank fürs Kommentar. Shadow TSS kennen wir ja, alter Bekannter von auch Minecraft City. Dann Royal Games HD, Botzel TV, Le Prime, LVNT und Le Maxo. Ja, Le Maxo macht auch irgendwie so ein Format, von wegen er möchte anderen Leuten so ein bisschen helfen. Warte mal, ich wollte eigentlich das Bett, glaube ich, hier hinstellen. Warum bin ich jetzt gesprungen? Ah, ich bin hier. Ah ja, ist im ja. Da ist ja dieses Autospringen an. So, wir werden jetzt hier mal einen Weg gleich nach oben buddeln. Damit wir hier mal ein bisschen rauskommen. Außerdem möchte ich allen danken, die mir auf YouTube, auf Twitter folgen. Ja? Das sind inzwischen auch schon ein paar. Wenn ihr wollt, schaut da auch gerne mal vorbei. Ja? Ich freue mich über jeden, der mir folgt. Was haben wir denn da? Jolorium wahrscheinlich. Jawohl. Atomreaktor. Ich muss hier wohl noch eins höher gehen. Aber wir müssen nämlich mal wieder irgendwann wieder an die Oberfläche und dass wir das auch hinkriegen. Deshalb dachte ich mir, baue ich mal hier nach oben. Außerdem brauche ich ja noch Aluminium, glaube ich, weil ich wollte irgendwie irgendwas bauen. Ah, Brass Ingots wollte ich machen. Für die Smeltery. Wobei mir Shadow TSS geschrieben hat, ich soll doch mal lieber mit Tin schon wieder. Ich soll doch lieber mal mit wie heißt's? Mal gerade ein paar Stufen. Und dann hätte ich dann. Ah, da ist Eisen. Holz haben wir auch noch. Ich soll doch mal mit Mechanismen anfangen. Ja? Ich soll ziemlich früh Mechanismen machen, hat er geschrieben. Habe ich mir auch schon gedacht. Wow, was ist denn heute mit der Maus los? So. Werde ich auch in naher Zukunft machen, sobald ich mal wieder oben bin. Ja. Aber jetzt kümmern wir uns hier mal um das hier. Warum fehlt da ein Block? Habe ich den auch abgebaut? Habe ich gar nicht mitbekommen. So, wir werden eine ganze Weile hier beschäftigt, uns nach oben zu bauen, weil wir einfach ziemlich tief sind. Jetzt gerade noch nicht, weshalb der Clay ist. Ja, kann sein, dass uns gleich Wasser auf den Kopf fällt. Ja, 28 sind wir. Ja, haben wir wirklich einiges zu tun. Vielleicht finden wir auch wirklich Aluminium. Kohle nehmen wir natürlich auch. Hüxer. Schaufel. Oh, da gibt es aber viel Clay. Da nehmen wir doch mal mit. Finde ich übrigens viel cooler, dass es hier Clay einfach mal so unter der Erde gibt. Ja, weil das ist viel natürlicher. Das ist in der Realität auch so, glaube ich.
Wenn nicht, habe ich halt ein bisschen Scheiße gelabert. So. Clay können wir es schön platzsparend aufbewahren. Die Kohle lassen wir mal da, ja. Die brauchen wir im Moment nicht. Wir haben, glaube ich, noch genug. Wir gucken lieber mal, dass wir nach oben kommen. Wir werden sowieso weit genug weg von allem Möglichen rauskommen. Von nehmen wir allerdings mit. Eisen auch. Eisen natürlich. Natürlich nehmen wir auch Eisen mit. So, ja, Ende des Jahres hatte ich ja irgendwann mal angekündigt, soll eigentlich noch mal ein neues Projekt kommen. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich hinkriege, weil ich einfach gerade im Real Life ziemlich viel zu tun habe und beschäftigt bin. Das sollte auch mal einfach so hingenommen werden, ja. Weil ich denke, jeder, der so Videos macht, steckt da ziemlich viel Zeit rein. Und vor allem jemand wie ich, der das nur zum Spaß eigentlich macht, ja. Nicht in erster Linie, um hier Millionär zu werden. Nicht in erster Linie. Wenn ihr mir dabei helfen wollt, dann helfe ich, bin ich da natürlich euch sehr dankbar. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Weg vor uns. Ja, wo sind wir? 43. Ja, theoretisch bräuchten wir nur noch 19, 21 Blöcke nach oben. Aber ich vermute mal, dass wir irgendwo an dem Berg rauskommen. Ich weiß nicht mal mehr. Ah doch, ich war. Was haben wir hier? Osmium. Osmium mitnehmen. Mitnehmen. Brauchen wir nämlich für das Dings da. Für Mechanismen. Auf jeden Fall. Habe auch überlegt, ob ich mal wieder Euro Truck Simulator spielen soll. Ich weiß es nicht. Sagt ihr es mir? Könnt ihr mal in die Playlist-Folge reinschauen, wie ihr das findet und ob das würdig ist, dass ich da noch mal ein bisschen weiter zocke. Ja, immer genug ausleuchten. Das haben wir ziemlich früh gelernt in Minecraft. So, 51 haben wir schon. Wir kommen relativ flott voran, durch das, dass wir uns einfach Eisenwerkzeug machen. Eigentlich wollte ich ein Tinkers-Werkzeug. Aber irgendwie will ja Tinkers Konstrukt nicht so, wie ich will. Vielleicht findet man in irgendeinem späteren Zeitpunkt mal die ganzen Schablonen. Aber dann sind wir schon so weit, dass wir das wahrscheinlich alles gar nicht mehr brauchen und haben irgendwelche anderen Imba-Werkzeuge. Eisen. Ich habe noch keine Höhle gefunden und ich sehe gerade auf der Minimap, wir bewegen uns leider nicht so wie gedacht auf irgendwas zu, was weit unten ist, sondern wir gehen wohl wirklich in Richtung Berg. Da hat aber viel Kupfer. Und da hat mehr Kupfer. Da müssen wir uns rüber bauen.
Verdammt. So. Kupfer kann man gut brauchen. So. So, weiter geht's. Hoffe mal, die Spitzhacke hebt bis oben. Wenn wir natürlich wirklich auf einem Berg rauskommen, dann wird sie nicht reichen. Wenn nicht, dann müssten wir jetzt eigentlich gleich schon oben sein. Aber ich nehme an, die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf den Berg rauskommen, ist viel zu hoch. Was haben wir da? Was ist denn das? Ah, die Ding, Apatit, ah ja. Kennt ihr das noch? Kennt ihr das noch? Das sind Riesenadern und damit kann man Humus, glaube ich. Humus herstellen. Fertilizer. Ja, hier. Sand. Ja, genau. Damit wachsen die Pflanzen eigentlich schneller. Das heißt, wir können uns eigentlich eine gescheite Farm bauen, nicht so ein Billigteil. Wir nehmen einfach mal mit, weil es gibt auch ein paar XP. Huh. Kann man das sogar? Kann man das auch so? Nee. Kann man nicht. Schade. Okay, brauchen wir jetzt aber eigentlich nicht so viel. Aber machen wir hier einfach mal eine Fackel hin. Irgendwie komme ich mir so vor, als wäre ich, hätte ich es laufen verlernt. Kommen wir in der Wüste raus? Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich mich grabe. Der Tal. Doch, wir machen hier mal einen Schwung nach in die Richtung. Ein Schwung nach in die Richtung. Habt ihr das gehört? Das war mal so richtig deutsch. Was mache ich hier eigentlich? Hier kommt die Stufe hoch. Doch, passt. Wir gehen jetzt mal wieder in die Richtung. Ich bin der Meinung, dass wir in der Richtung unsere Base haben. Vielleicht liege ich auch falsch damit. Das werden wir erst am Ende sehen. Ob wir wirklich richtig stehen, sehen wir erst, wenn wir am Ende sind. Oder so in der Art. Kennt ihr das? 1, 2 oder 3? Ja. Das war noch Fernsehfilmkultur. Kam immer Samstag, nee, Sonntagmorgens, glaube ich, auf ZDF. Mach mal hier ein paar Stufen. Ich glaube nach Tabaluga TV. Ist schon ein paar Jahre her, dass ich das geguckt habe, aber die Sendung gibt es ja, glaube ich, immer noch. Ja, voll langweilig hier nach oben zu bauen. Nein! Wir sind sogar die Spitzhacke kaputt gegangen. Ich dachte, zwei Stück reichen. Was mache ich denn hier eigentlich? Kann mir das mal einer verraten?
Oh, da müssen wir wohl noch ein paar nochmal Spitzhacken bauen. Immer gehe ich in das falsche Teil rein. Ja, ist gut, Monster. Was mache ich? Oh Gott. Ich fühle mich wirklich so. Also meine Hand fühlt sich so an, als hätte die noch nie Minecraft gespielt. Können wir hier irgendwas rauswerfen? Die Ores eigentlich weniger, würde ich sagen. Cobblestone können wir hier reinmachen. Die Ores nehmen wir mal mit. Wäre auch. Nein! Das brauchen wir vielleicht auch jetzt nicht. Diorit, Granat, Leim. Brauchen wir alles nicht. Holz lassen wir. Holz können wir auch mal alles da lassen. Dann haben wir das nächste Mal was. Wenn wir wieder hier runterkommen. Und das wird ja mit Sicherheit der Fall sein, ja, weil hier unten war es recht ergiebig, das Farmen. Überlegt, ob wir uns überhaupt eine Spitzhacke gemacht haben. Nein, nicht, nein, 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 nein. Essen. Na, guck mal an, da haben wir schon eine ganze Steintreppe fertig. Eigentlich könnte ich einfach auch geradeaus buddeln jetzt. Aber da es schon die Chickens da sind, können wir eigentlich gar nicht mehr so weit weg sein von der Oberfläche. Aber wie ich schon gedacht habe, wir kommen auf einen Berg raus. Die Wahrscheinlichkeit in dem Biom war einfach zu hoch. Savannah-Plateau. Eine ganze Folge damit zugebracht, eine Scheißtreppe zu bauen. Nein, da ist Gras. Also Erde. Gucken wir mal, ob das auch wirklich so eine gute Sache ist. Wie ich das vermute. Ach, sehe ich nicht. Jawohl, Tageslicht. Also so weit weg sind wir gar nicht. Ich fahre hier jetzt mal rüber. Siehst du? Genau das habe ich mir gedacht. Den Baum will ich jetzt eigentlich nicht kaputt machen.
Doch ein Holz können wir, glaube ich, da rausschlagen. Oder auch nicht. Nehmen wir den Baum hier. Boah, das war knapp. Ein Ei. Bam. Es wird Nacht und ich hab's Bett unten gelassen. Warte mal. Hier ist Licht. Okay, hier kommen wir her. Warte. Pflanzen hier noch schnell das Ding hin. Und dann. Was schmeißt man weg an das Hit? Ah, da unten sind wir reingegangen. Hier bauen wir nämlich dann eine Brücke rüber. So eine ganz normale, schlichte Bogenbrücke. Kennen wir ja. Ihr kennt ja mein Baustil. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge hinkriegen. Weil heute müssen wir mal schnell nach Hause. Und hier kommt dann auch nochmal eine Brücke rüber. Wenn wir es heute nach Hause schaffen. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Okay. Hui. Wir sind da oben gewachsen. Was ist das? Pitcherplant. Okay. Brauchen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt schlafen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wiedersehen, hoffe ich doch. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder einen Kommentar da. Bis dahin, ciao, Minecraft.